schon so lang zu. So, grüß euch, liebe Leute da draußen. Liebe Freunde des schlechten Geschmacks und die zwei anderen, wo ich mir euch versteckt. Ich habe euch versprochen, eine kleine Hörprobe zu Herr Horta. Die kommt jetzt verspätet, weil der Gerald, das ist der, der filmt, vorher den Akku geschrottet hat. Und das hat jetzt ein bisschen laden müssen, deswegen kommt das Video jetzt ein bisschen später. Es ist Montagabend, es ist gerade wieder Smart Smokers Probe. Und wir proben für den 12. Juli, da spielen wir im Saloon Donnerplex. Und wir freuen uns, dass der Kurtl wieder dabei ist. Yeah. Der Wolfgang an der Gitarre und der Gustl am Schlagzeug. Super, die Smart Smokers. So, 12. Juli im Saloon Donnerplex, wenn man nichts vorhat, 20.30 Uhr. Eintritt frei, Rock'n'Roll vom Feinsten. Warte kurz. Ach ja, so. Okay. Ja, auch natürlich. So, ja, so, ich glaube, der hat sich schon bei meinen gefilmt, der Gerhard. Der ist natürlich auch noch dabei, selbstverständlich. Möchte ich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Es gibt eine kleine Hörprobe von Hey Horta. Warum mache ich Hey Horta? Hey Horta habe ich geschrieben, weil sie in den letzten Jahren in verschiedenen Gesprächen und Diskussionen immer mehr Leute in den Vordergrund drängt haben, die keinen Werdegang haben. Und auf das lege ich sehr viel Wert, einfach einen nachvollziehbaren Werdegang zu haben. Wer meinen Werdegang kontrollieren will und schauen will, ob ich immer schon Rock'n'Roll gemacht habe, der schaut auf www.tommylee.at. Da sind die letzten 20 Jahre, über 20 Jahre meines Lebens dokumentiert. Ich habe immer das gemacht, was ich mache. Und deswegen darf ich mich auch mit diesen Federn schmücken. Andere Leute dürfen das nicht. Und deswegen habe ich dieses Lied geschrieben, Hey Horta. Ich lasse euch kurz mal einhuchen in die erste Strophen, in die erste halbe Strophen oder in die erste Strophen, je nachdem wie ich drauf bin, in den nächsten 1,5 bis 2 Minuten. Viel Spaß einmal beim Einlauschen. Ich schau schon so lang zu, wie du dauernd große Reden schwingst, langsam habe ich nur. Bist so super, überhaupt so leibend, und du kennst es so gut aus. In Wirklichkeit bist du nur halb so cool, wie der alte Peter Kraus. Hey Horta, du bist zum Knicken leicht wie Lauch. Der Apple, dass du einen Haufen müde Bäckerl brauchst. Asiatische Trochen, chinesische Sachen, ein Herz, was zerbrochen ist. Und an die, wer fragt, wie heißt du, sagst du nur mehr Schickeria Fritz. Hey Horta, schau mir mal in die an. Sag da, was mir steht an dir. So, haben wir genug reingehört. Hey Horta, morgen habe ich Besprechung zum Videodreh. Dann schauen wir mal, wie wir das angehen werden. Und demnächst für euch, Hey Horta, für euch auf YouTube. Viel Spaß beim Hören und tragt es aus in die Welt, dass die es angeht, empfangen. Grüß euch.